Moin Leute, ich bin wieder unterwegs. Wie angekündigt, 22.10. haben wir heute schmutzige Hände für saubere Strände. Ich habe hier ein paar Leute eingeladen. Einige sind auch schon da. Und wir gucken mal, was sie hier heute mit dem Metalldetektor alles rausholen. Ja, 22.10.2022. Strandsuchaktion, schmutzige Hände für saubere Strände. Wir sind aktuell 8 Sondengänger. Ich bin mega zufrieden. Wetter ist top, hätte ich niemals mit gerechnet. Wir brauchen keine Jacke und kein Pullover und gar nichts. Ja gut, Pullover schon. Mal schauen, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Die ersten Signale sind schon gegraben, habe ich gerade gesehen. Gewitterfreund war schon dabei. Mal sehen, was der nachher gefunden hat. Wir haben hier tatsächlich Besuch aus Hamburg, wir haben hier Besuch aus Ratzeburg, aus Dithmarschen natürlich auch. Ja. Mal sehen, was der Tag so bringt. Keine Signale. Man hört die Wellen rauschen. Sondelbee ist auch am Start. Bestes Wetter. Aktuell direkt neben dem Strandcafé Silbermöwe. Mal sehen, vielleicht kriegen wir da nachher noch einen Kaffee oder was. Erstes Signal. Auch direkt oberflächennah. Und gucken, was der Pinpointer sagt. An ist er. Aber ich finde hier noch nichts. Wollen wir gleich nochmal gucken. So, nächstes Signal. 72. 67. 71. Da bin ich ja mal gespannt. Was sagt er denn? Ah.
Dithmarschen Deckel Detecting. Corona hat auch hier am Strand seine Spuren hinterlassen. So, nächstes Signal, 5051. Wollen wir mal gucken. Pinpointer rausholen. Ein Stück irgendwas. Keine Ahnung. Mal schauen. So, muss ich mal sauber machen. Und dann geht's weiter. '65, '67. Mal gucken, was uns da erwartet. Auf jeden Fall ist das kein Eisen. Einen halben Meter weiter, nächstes Signal, 42, 43, mal sehen. Aluminium. Nicht schön. Und auch selten. Vielleicht finden wir ja noch eine Münze. Ich glaube, eine oder zwei Münzen wurden schon gefunden. Ne? 1 Euro hatte hier Dings aus Hamburg. Halber Kappe wurde gesagt. Ja, vielleicht hat Florian ja nachher auch noch was. Hier, ja, mal schauen. Ne? Wäre cool. Leute, ich hab's nicht gefilmt. Scheiße, schade, schade, schade. Ich hab die erste Münze. 1 Cent und noch einigermaßen super erhalten. Die kann ich nachher gleich ausgeben, wofür auch immer. Super. Nach etlichen Müllsignalen das erste vernünftige Münzsignal. Ich freue mich. Leute, kurz nach 12. Kurzes Zwischenresümee. Wir haben tatsächlich schon einige Sachen gefunden. Ist natürlich geil. Wir werden gleich erstmal schön was essen gehen. Zum Mittag. Sammeln sich ja so langsam alle. Ich habe hinten in meinem Auto eine kleine Bütt drin, da sammeln wir den ganzen Müll. Und dann wollen wir mal gucken, was wir noch alles drin haben. Ne? Wir gehen jetzt erstmal schön was essen. Da hinten im Strandcafé zur Silbermöwe oder wie das heißt. Und ja, wollen wir mal gucken, was der Tag noch bringt. Wir haben mega geiles Wetter, es ist wirklich super warm. Also besser als gedacht. Wo ist der Lensflare? Da. So. So ist besser. Viele Leute mit Kites und Drachen hier unterwegs. Natürlich super Wetter. Ein bisschen windig ist das.
nach dem Essen, wenn wir wieder auf Suche sind. Bis später. Weiter geht's. So, erstes Signal. Teil 2. 69. Wollen wir mal gucken, wa? Erstes Signal vom Teil 2 ist ein Pulter. Was hast du? Eine Abziehlasche habe ich. Ja, schmutzige Hände für saubere Strände in Sampeter-Ording. Oh, ich werde noch eine Münze bergen oder Schmuck, das wäre natürlich super toll. Das ist so typisch, gerade die Kamera ausgemacht, da kommt doch hier das nächste Signal. Sieht mir wieder aus nach Pull-Tab. 62. Da soll das sein. Mal gucken, was der Pinpointer sagt. Schnell noch Pinpointer ausmachen und dann geht's weiter. Na, was sagt er? Kotkorken wahrscheinlich, ne? Ein bisschen Sand. Ach, da haben wir ihn doch. Hast du ihn? Kronkorken oder Lasche? Lasche. Ja. Wusste ich schon vorher vom Signal her. Aber man gräbt ja trotzdem. Man gräbt ja trotzdem. So, jetzt aber. Das sieht mir ja nach Pull-Tab aus. Ha, 70, 67. Mal gucken, wa? So, jetzt aber. Na,
Ahnung, was sagt der Pinpointer? Ja, genau. Und ein Pointer, wie ich gesagt habe. Finden wir heute eine ganze Menge von. So, gehen wir mal in Richtung Spielplatz. Mal sehen, ob die Kinder ein bisschen Geld verloren haben. Wäre natürlich super. Eben schon Abzielaschen und Mast gefunden. Habe ich natürlich nicht alle gefilmt. Seit Mittag gerade halbe Stunde unterwegs. Und schon 8 poltert. Das ist aber kein Poltert hier, was ich hier gerade habe. Was der Pinpointer dazu sagt. Ein Feltins-Deckel. Komisch. Feltins. Oh, Leute. Gilt man einmal ein Signal, was man nicht gefilmt hat. 20 Cent, also zweite Münze. Und die sieht sau scheiße aus. Die sieht so rot aus wie ein 5 Cent Stück. Ansonsten super im Schuss. Also ein paar Münzen sind ab und zu dann doch noch dabei. Obwohl das hier mega abgesucht ist. Wir gehen jetzt mal gerne in Wasser. Bevor das komplett wiederkommt. Vielleicht findet man hier noch das eine oder andere. An Müll verschmuckt. Mal sehen. Aber bisher läuft der Detektor hier relativ ruhig. Mal schauen. Ich auch nicht. Oh, moin. Ja, schön. Aber können Sie sowas nicht mehr entwickeln? Ja, wenn ich entwickeln würde, dann würde das vielleicht kein Problem sein. Aber wir suchen hier gerade Metall, ein bisschen den Schrott raussammeln. Macht mein Enkel auch immer. Ja, ein bisschen den Müll raussammeln. Doch, am Strand. Ich habe einen Mann hier drauf erfunden, so groß. Ja. Ganz toll. Am Strand dürfen wir suchen tatsächlich. Am Strand dürfen wir suchen tatsächlich, aber außerhalb der Strände nicht. Also er meint, ja, ja. Moin. Das schwenkt sich nicht. Das bremst oder Wasser. Ja, ich will mal gucken, ob ich da gleich irgendwie trockenes Fußes auf die Sandbank da hinten komme. Da vorne, weißt du, da wo die Möwen gerade. Ich habe keine wasserfesten Schuhe mehr, weißt du? Ja, das ist halt, wenn man am Strand suchen geht und kein wasserfestes Schuhwerk mitnimmt, dann kommt man halt nicht auf die Sandbänke, ohne nasse Füße zu kriegen. Ja, mal sehen, vielleicht findet man hier noch außerhalb der Sandbank was. Mal schauen.
aber alles ziemlich ruhig hier direkt am Wasser. So, wird so langsam ein wenig ungemütlich hier. Ich glaube, wir machen uns gleich mal auf zum Auto, bevor das hier gleich richtig anfängt zu schütten. Dann leeren wir da noch mal unsere Fundtaschen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir alles gefunden haben heute. Aber ich denke mal, das Motto schmutzige Hände für saubere Strände, ich glaube, das hat sich heute echt gelohnt. Was wir hier an Müll gefunden haben, werdet ihr ja gleich sehen. So Leute, wir sind wieder im Auto. Das Objektiv ist total beschmiert. Ja, cool. Ein kleines Bärchen haben wir auch gefunden. Nee, also wir sind jetzt gerade am Auto. Es ist wieder am Regnen, wie wir Norddeutschen das nicht anders gewohnt sind. Mal schauen, was wir gefunden haben. Fundabgabe an meinem Auto. Wie geil ist das denn? Kein Erdboden. Mit dem guten SIM-Logo. Detektorenshop.de. Ja, wir hatten jetzt ungefähr, was hatten wir? 4,5 Stunden Suchzeit insgesamt mit Vormittags? Ja, 4,5 Stunden. Ja. Und da würde ich mal sagen, hat sich das doch gelohnt. Auch ganz viele Kippen wieder gefunden. Ja, wir müssen natürlich. 4,5 Stunden Suchzeit und das Ding ist rotzevoll. Ne? Also Corona-Masken, 2, 3, 4, 5 Münzen haben wir auch gehabt. Und ja, mal gucken. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne. Es hat mega Spaß gebracht. Ja, wie immer. Gerne wieder, also wir können uns gerne wieder treffen. Ja. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht ärgern. Und immer schön dran denken, Doppel-D steht für Dithmarschen Devil, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.